Viele Vogelfreunde wollen Vögel nicht nur im Garten beobachten oder am Futterhaus sehen, sondern sie möchten sie irgendwo eigentlich gerne auch im Wohnzimmer stehen haben. Und deswegen werden seit Urzeiten Vögel hergestellt aus Porzellan, aus Metall. Jetzt ist eine wunderschöne Kollektion erhältlich bei Vivara von Vögeln aus Holz, die man natürlich in den Raum stellen kann, um sich daran zu erfreuen. Man kann sie aber natürlich auch verwenden, um etwa Kindern beizubringen, kleinen Kindern sogar schon, welche Vögel am Futterhaus auftauchen. Beispielsweise hat man alle die in der Nähe, in der Küche oder im Wohnzimmer am Fenster stehen und das Kind soll sagen, welchen Vogel es am Futterhaus gesehen hat. Es wird sehr bald diesen Vogel in die Hand nehmen, denn die Kohlmeise kommt natürlich häufig. Vielleicht sagt es aber auch eines Tages, ich habe diesen Vogel gesehen, und man glaubt ihm vielleicht zunächst nicht, schaut nach und siehe da, es ist tatsächlich die Haubenmeise, die am Futterhaus erscheint. Also sehr gut geeignet, um Kinder an die diffizile Vogelwelt heranzuführen, viel leichter als etwa im Kindesalter mit irgendwelchen komplizierten Abbildungen in Büchern.